willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Ich weiß das zu schätzen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und, meine Damen und Herren, der Frühling ist da. Nein, ich kann mir diese Floskel nicht entgehen lassen. 37 Grad heute hier bei uns in Köln. Freibäder geöffnet. Freies Eis für alle von der Kölner SPD. Traumwetter. Hier in Köln-Mülheim ist es so warm, die ersten Ratten sind bereits teilrasiert. Traumwetter, aber eine Meldung, die doch ein bisschen eine Wolke über unser Gemüt geschoben hat. Und zwar, stellen Sie sich vor, unsere fantastischen Ärzte. Und wer liebt unsere Ärzte mehr als ich? Der täglich mindestens drei aufsucht. Jetzt mussten wir lesen, Mediziner begehen doppelt so häufig Selbstmord wie andere Berufsgruppen. Depression, verzweifelt und sie wissen natürlich, wie es geht. Ja, muss man offen sagen, nicht wie unter einer sich mit dem Strick unter das Auto legen oder so. Nein, der Mediziner an sich schluckt das Richtige. Sie wissen, wie diese tödlichen Cocktails aus Medikamenten und Alkohol wirken. Im Gegensatz zu vielen bei uns im Showgeschäft. Viele Mediziner bringen sie einfach um, indem sie in ihrem Wartezimmer die alten Zeitschriften ablecken. Ha? Dann ein schönes Jubiläum einer Einrichtung, die auch ich als Heranwachsender, als Pubertierender, als Adoleszenter genutzt habe. Interrail. Wir haben schon mehrfach an dieser Stelle darüber berichtet. Erinnern Sie sich, ja? Das Interrail-Ticket. Sie wissen doch, dieser Pass zahlt man einmal, kann vier Wochen umsonst durch ganz Europa fahren. Interrail war ja eigentlich doch eine Erfindung für Leute, die fürs Trampen zu hässlich sind. Mein Rekord, 23 Stunden an der Autobahn bei Avignon. War aber nicht so schlimm, weil der Urlaub bis dahin war auch schon scheiße. 23 Stunden in Avignon. 4 Wochen mit einem Ticket durch ganz Europa. Früher hieß das Wehrmacht. Helmut Schellet and the Pink Panthers. Mein neues Ziel nach Ostern ist, Wasser sofort zu schlucken. Ich habe nämlich festgestellt, vor Ostern habe ich immer es noch so in den Backen gespült. Ich hätte kotzen können, wenn ich es zu Hause gesehen habe. Zum Vergleich für Sie nochmal. Vor Ostern war das so. Hat mich dermaßen aggressiv auf mich selber gemacht. Ja? Selbsthass ist ja eine der Hauptmotivationen für diesen Beruf überhaupt. Ja, ja, aber das ist doch sehr schön, wenn das Wasser so Ich finde das unerträglich. Ich finde, das hat so was Genießerisches. Das ist so wie die schlimmsten Typen. Weinkenner, ja? Und noch schlimmer als Weinkenner sind Pfeifenraucher. Obwohl, ich könnte mal wieder anfangen, Pfeife zu rauchen, so wie als ich damals 18 war, mit so einem Vollbart. Vollbart, Rollkragenpulli und Pfeife geraucht. Weil damals war ich ja Black Panther-Sympathisant. Angela Davis, Malcolm X, Eldridge Cleaver, Soul on Ice. Mehrfach zitiert hier, mein Lieblingssatz aus diesem Buch. Frag mich, wie mein Lieblingssatz aus Soul on Ice ist. Wie ist dein Lieblingssatz aus... Soul on Ice. Soul on Ice. Ein radikaler Weißer ist ein Gemisch aus Geschwätz und Scheiße. Ja, das war damals. Und jetzt wird das Wasser direkt geschluckt. Ganz schlimm finde ich auch Leute, die, wenn sie beim Essen, ja, erstmal machen, wenn es hingestellt wird und dann nach dem ersten Bissen, das will man doch nicht hören, oder? Oder? Willst du so Wohlfühlgeräusche hören? Jetzt nach Ostern ist man natürlich besonders aggressiv, weil man es wieder alles erlebt hat über die Feiertage. Aber dazu gleich mehr. Ja. Zu sensationellen Erlebnissen während der Feiertage. Heute haben wir einen tollen Schauspieler zu Gast. 25 Jahre alt, arbeitet zurzeit am Burgtheater in Wien. Und sein Durchbruch war vor 2 Jahren mit dem Film 23. Ja. Sag ich das richtig? War das 23?
Oder war es 24 oder 22? Nein, natürlich. Es war 23. Und heute hat sein neuer Film Premiere, Tattoo. Bei uns ein großartiger junger Schauspieler, zum ersten Mal überhaupt in einer Talkshow. Und nach heute wahrscheinlich würde sie sagen, nie mehr wieder zu diesen Idioten. Ich hoffe nicht. August Diehl, meine Damen und Herren. Das hier sind die Kandidaten für den Liebling des Monats. Das wird heute sehr, sehr spannend. Wer löst unseren lieben Freund Herrn Jauch ab? Aber zunächst einmal das Klassenbuch, denn auch nach Ostern gar viele Vorkommnisse. Der Montag ist schon gestrichen, heute ist Dienstag, der 2. April. Schade, dass wir am 1. April keine Sendung hatten, hätten wir jemanden in den April schicken können. Ist ein toller Brauch, oder? Super. Hast du jemanden in April geschickt? Nee, aber ich bin geschickt worden. Nein! Doch. Erzählst du das nachher gleich mit einer tollen Geschichte oder ist das nicht Teil dieser tollen neuen Geschichte, die wir haben? Nee, eigentlich nicht. Wie bist du geschickt worden? Also früher war doch dein Schuh ist offen. Ja, so ungefähr. Und war das jetzt auch so? Aha, ein Vogel hat da, guck mal auf deinem Ärmel. April, April! Ja, wie bist du denn geschickt worden? Ja, so. Völlig unspektakulär. Da ist ein Fleck. Schon wieder weg. So, 2. Januar, Februar, März, April, 4. Der April hat wie viele Tage? 30, oder? Januar, Februar, März, April. Kennt man das eigentlich noch, dieses Abzählen an den Knöcheln? Ja, natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob diese schönen alten Werte nicht alle langsam verfallen. So, Thema heute war Selbstmord bei Dr. Med. Außerdem Hitzewelle in Köln. Und natürlich Liebling des Monats. Ich habe eigentlich eine relativ präzisere Schrift, aber ich mache es auf extra verwackelt, damit es für Sie zu Hause interessanter und psychologisch aufreizender wirkt. Dass Sie interpretieren. Ich weiß doch, dass Sie zu Hause sitzen, meine Hobby-Graphologen, und mir bald wieder eine Mail schicken oder einen Brief. Sie machen beim L das Schwänzchen nach oben. Bitte sprechen Sie mit Ihrer Mutter. So, da hätten wir alles angetan. Wer ist krank nach den 4 Tagen frei über die Osterfeiertage? Wer hat es aus gesundheitlichen Gründen nicht geschafft, nach 4 freien Tagen bei 28 Grad Außentemperatur erholt, frisch und leistungsbereit in einer durchaus nicht von krisenfreien Branche zum Dienst anzutreten? Ich höre! Alle da. Na, also keiner krank? Mel Collins, dessen Hausboot in England ist kaputt, deswegen ist er nicht da. Unser großartiger Kollege am Saxophon, Mel Collins, dafür heute genauso geschätzt, Bernd Winterschladen am Saxophon, meine Damen und Herren. Mel Collins. Entschuldigung, ich finde ja ein toller Grund, das Hausboot kaputt. Ja. How could this happen? I don't know. Der Hausboot kaputt. Mel hat ein Hausboot? Anscheinend, wusste ich auch nicht. Bitte? Das ist schon etwas älter, das Boot. Ja. Das wird dann mal leck, rostet oder so. Nee, wo liegt das Boot denn? Irgendwo in Newcastle upon Tyne? Nee, in der Nähe von London, aber wo genau weiß ich auch nicht. Oh, we should ask him. Mhm. Yes. Mel, please tell us, where is your houseboat? I didn't know you have a houseboat. Hausboot. Mit Hausboot-Vokabular kenne ich mich besser aus als mit Schach. You remember when we had Mr. Yes. Kasparov as a guest. A pawn, a bishop, a castle, a knight. Weißt du, wenn es was Läufer auf Französisch heißt? Nein. Le fou. Le fou, der Irre? Der Narr. Der Narr? Der Narr. Le fou. Le fou. Und was heißt der Turm? Peut-être le tour. Ja, wir sollten vielleicht mal, was heißen die Schachfiguren im Großgebiet der Europäischen Gemeinschaft, feststellen. Le fou. Helmut kennt übrigens Aha, die morgen bei uns zu Gast sein werden hier. Ja, ich kenne die auch. Nein. Wie, du kennst die auch? Du kennst sie persönlich? Nein, ach so, persönlich. Gehst du auch abends durch die Kneipe und sagst, ich kenne Harald Schmidt? Natürlich, ich kenne Aha auch. Take on me. Du hast gesagt, Helmut kennt Aha. Er kennt sie von Künstler zu Künstler. Vor wie vielen Jahren? Vor 16 Jahren etwa, 86, 87 war ich mit denen zusammen im Studio. Allerdings, das Studio war so groß, da gab es zwei.
Ich habe in dem einen und die in dem anderen, also A- und B-Studio gearbeitet. Ja. Und kann ich vielleicht morgen mal erzählen, was dazu... Ach, das wird noch spannender. Das wird noch viel spannender, ja. Ja, toll, dann erzähl es uns bitte morgen im Studio A. Oder soll ich das jetzt erzählen? Erzähl es doch mal jetzt und wir entscheiden vom Unterhaltungsgrad her, ob du es morgen noch mal erzählst. Ja. Weil aha, wollen wir diese Geschichte vielleicht auch hören. Okay, ja. Erzähl es. Ja. Ich kann das ja rausschneiden. Ihr könnt es ja rausschneiden. Nee, also es war so. Die haben nebenan aufgenommen und der Gitarrist ging rüber und fragte sie, ob sie auch wie wir Backing-Singer bräuchten. Und die sagten nö. Und dann sagte der, ja, you guys sounds like girls anyway. Das meinte er aber jetzt. Wie man das ihr, so meint. Ihr singt ja so gut wie unsere Backup-Girls. Ja. Das haben die dann aber auch eher so, die waren ziemlich sauer. Eine Woche später haben die uns dann alle einzeln reingezogen und so voll aufgedreht, richtige Heavy-Nummer gespielt und do you think that sounds like girls? Und dann war ich so, also das war ziemlich, ich weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern. Die waren wir werden Sie morgen fragen, wenn Sie kommen, werden sagen, hey, great to have you here. What I love especially about your music is you sound like girls. Die kommen doch aus Norwegen, oder? Ja. Ja. Sind toll, oder? Ja. Aha. Norwegisch? Ja, super. Ja, fantastisch! Das. Wären Sie sonst hier? Ja, Weltklasse. Treten hier Pfeifen auf? Sitzen hier Nieten? Nein. Sind hier Loser, nur damit wir Gäste haben? Nein. Nein. Die Besten der Besten, jeden Abend hier. Für Sie. Jetzt habe ich mich schon wieder echauffiert. Le Fou, der Läufer. Le Fou. Was war los an Ostern? Ich nehme an, meine Damen und Herren, Sie, ich habe zum Beispiel große Teile von Ostern auf der A1 verbracht, nach Bochum und von Bochum. Und ich muss sagen, die Farben der meisten deutschen Wagen sind noch beschissener, als ich dachte. Wenn man so im Stau sieht, es gibt ja dermaßen hässliche Farben, das gibt es überhaupt nicht. Und sehr viele Familien wirken sehr aggressiv, vor allem Fatih. Mit den Kindern hinten drin und Mutti nebendran, rauchend im Auto. Und wenn du so im Stau stehst, dann siehst du das ja, ja. Und das ist eine neue Rubrik, denn Sie kennen es doch in der Schule oder im Betrieb, wenn man zurückkommt aus dem Urlaub. Und wie war's? Und das ist unsere neue Rubrik. Erzähl doch mal klipp und klar, wie's in den Osterferien war. Erzähl doch bitte lang und breit und nimm dir recht viel Zeit. Was? Ist gut, oder? Ja. Bitte? Na klar, können Sie es noch mal hören. Erzähl doch mal klipp und klar, wie es in den Osterferien war. Erzähl doch bitte lang und breit und nimm dir recht viel Zeit. Ja, wie war es in Ostern? Wer fängt an? Ich kann ja sozusagen wie Flaschen drehen. Susanna fängt an. Wie war es in Osterferien? Also ich habe eigentlich nichts Besonderes zu erzählen. Ich war nämlich zu Hause, habe mich ein bisschen auf meine Magisterprüfungen vorbereitet. In welchen Fächern ist das nochmal? Hauptfach Slawistik, Nebenfach Theater, Film und Fernsehwissenschaften und zweites Nebenfach Südslawistik, Kroatisch in meinem Fall. Slawistik? Ja. Welche Sprachen sind das? Russisch auch? Russisch als Hauptsprache und Kroatisch und Slowakisch. Aber Slowakisch wird in dem Sinne nicht abgeprüft. Also gelernt? Ja. Ja, das ich hoffe, das wird man sehen. Ja, natürlich. Musst du da die Vorhänge zumachen? So. Bist du eine von diesen Studentinnen, die in der Schlussphase die Füße so in einer Schüssel mit kaltem Wasser haben, um sie kalt zu halten, wenn es heiß ist in der Dachlaube? Nee, ich wohne in keiner Dachlaube. Ach, deswegen. Du saßt bei dir zu Hause oder bei deinen Eltern? Also als ich gelernt habe, habe ich natürlich zu Hause gesessen und dann wurde traditionellerweise Ostern mit dem Ostergottesdienst Samstagabend eingeleitet mit dem Osterfeuer und so und dann Sonntag halt Mittagessen bei meinen Eltern. Hinterher schöne Zigarette geraucht? Nee, mein Feuerzeug ist immer noch kaputt. Ehrlich? Ja. Schmeiß es doch bitte weg. Nein. Schmeiß es doch bitte weg. Dieses Andenken. Schmeiß es bitte weg. Nimm ein Kamerateam mit, schmeiß es in den Müll und sage, das ist der Dreck, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und schmeiße es weg. Das ist schlimm, dass Sie es folgt haben. War eine tolle Geschichte, oder? Ja. Ja, also schön, dass jemand Ostern nutzt, um zu lernen. Genau. Ja. Jetzt erzählt Herr Andrak. Wie waren deine Ostern? Super, ich war in Wien. Was ist da so lustig dran? Nee, ich meine, dass du schon selber sagst, super. Also, ich meine, es war super natürlich. Ja, es war toll. Ja. Ja, es war toll. Du warst in Wien? Ich war in Wien. Flugzeug? Nein, ich bin mit dem Zug gefahren, mit dem Nachtzug. Oh! Ja, ganz schön mit gemachten Betten. Die Rückfahrt war jetzt heute Morgen, also heute Morgen bin ich angekommen. Wie viel Uhr? Um 8.50 Uhr in Köln. Pünktlich? Ja, super pünktlich. Und das Abteil war auf der Rückfahrt direkt neben dem Klo.
da ging was das, ist da der Unterschied zur Hinfahrt? Da war das Abteil nicht neben dem Klo. Ach so, ja, aber hat so irgendwie Rückzug einen günstigeren Tarif oder woran liegt das? Nein, es ist doch ein Schlafwagen, da sind viele Abteils und dann kommt es drauf an, was für ein Abteil du hast. Wird denn so ein, ist das dieser Nightliner, dieser Night City, City Night? City Night. Night. Line, genau. Sind das viele Gäste aus dem Balkan, die in Wien umsteigen und dann hierher zu Freunden oder Arbeitsplätzen fahren und häufig nachts die Toilette aufsuchen? Nein, so Osterurlauber wie ihr. Ja. Ja. Wird nachts häufig im Cityliner die Toilette aufgesucht? Ja. Und das ist auch keine Toilette wie früher, so mit Klappe runter. Und dann, wo es so kalt reinzieht. Ja, genau. Ja. Und die man eben auf Bahnhöfen nicht benutzen darf, ist ja klar. Ja. Logisch. Selbstverständlich. Das ist eine Zumutung an das Bahnpersonal, das dann die Exkremente von den Schienen kratzen muss. Deswegen darf man sie. Genau wie dein Satz, ne dispiarci e la fenstro, das da immer am Fenster stand, nicht hinauslehnen. Non disporsare. Das sind so diese Flugzeugklos. Also das, ich habe immer dieses Geräusch gehört. Also erst weggesaugt mit so einem klingt gut. Mach das nochmal, es klingt toll. Das ist dieses, sozusagen, das haben wir der Raumfahrt zu verdanken. Ja. Wenn die NASA nicht 11 Fantastilliarden in den Mondflug investiert hätte, hätte man jetzt nicht dieses hochatomisierende Klo. Toll. Wie war Wien? Ja, herrlich. Tolles Wetter, Superschnitzel. Und, Theater gesehen? Ja. Was? Jungfrau von Orléans. Oh, ja? Wohltheater, toll. Mit Caroline Eichhorn, sehr, sehr gut. Tolle Schauspielerin. Super. Warum war Caroline Eichhorn noch nicht hier? War die nicht schon mal hier? Nee. Sicher nicht? Hundertprozentig nicht. Kommt sogar aus Stuttgart. Mit ihr könnte ich in meiner Heimatsprache reden. Ja, kommt sie mal bald. War noch nie hier? Bist du sicher? War die nicht schon mal hier? Tausendprozentig. War Caroline Eichhorn schon mal hier? Sag ich doch. Nein, war noch nie hier. Helmut wüsste es, oder? Ja, nee, keine Ahnung. Caroline Eichhorn ist eine tolle Schauspielerin. Helmut, wie waren deine Ostern denn? Das ist ja unsere neue Reihe. Erzähl doch mal klipp und klar, wie's in den Osterferien war. Erzähl doch bitte lang und breit und nimm dir recht viel Zeit. Helmut, wie waren deine Ostern? Schön. Danke, und jetzt meine. Oder war da noch was Spezielles? Ja, am Karfreitag hatte ich Geburtstag, am Samstag war ich Oh, herzlichen Glückwunsch, am Karfreitag Geburtstag. Danke schön. Samstag. Darf man fragen, Helmut, wie alt du geworden bist? Ja. Wie alt bist du geworden, Helmut? 45. Oh, genau wie ich in diesem August, wenn der Herr es mich noch erleben lässt. Ich bin vier Monate älter als du. Oder Jahrgang 57? Ja. Das heißt, noch 4 Jahre, dann verlassen Helmut und ich bereits die Zielgruppe, sind damit für das Privatfernsehen uninteressant geworden. Ja, aber die wollen das doch verlängern. Soll das jetzt verlängert werden? Ja, die wollen die Zielgruppe älter werden lassen. Schade, weil ich hatte mir in Mainz schon was gekauft. Ach so. Unterhalb des Lerchenbergs ein 3-Zimmer-Apartment, wo ich mit meinen Gagschreibern eingezogen werde. Apropos Lerchenberg, ich war im Lerchenhof spielen, Golf spielen. Wo? Lerchenhof. Im Lerchenhof? Mhm. Entschuldige, das sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Ja, hier bei Köln, das Gut Lerchenhof, der Golfclub. Das kann ich ja ruhig sagen, ich zahle da ja auch normal Mitgliedsbeitrag. Ja, heißt das Flat Fee, was man da bezahlt? Ja, ich habe so einen Jahresbeitrag. Das ist vielleicht für viele interessant, auch draußen zu wissen, was kostet denn im Gut Lerchenhof der Jahresbeitrag? Ungefähr 1500 Euro. Das geht aber noch. Und dann kommen aber noch mal 1400 Euro dazu für so Pflege und so. Ja. Aber also es ist bezahlbar. 2900 Euro ist bezahlbar. Ja. Ich habe von Golfclubs gehört in der Nähe von München, 15.000 Mark Aufnahmegebühr. Nee, gar nichts. Bei dir jetzt im Gut Lerchenhof. Ja. Wo muss ich da runter von der A3, wenn ich da hin will? Du fährst die A3 Richtung Oberhausen, dann ein Stück A1. Ja. Richtung Aachen, dann fährst du auf die A57, ja. Dann fährst du Richtung Neuss, dann fährst du runter Worringen-Sinnersdorf,
Dann kommen so zwei Kreisverkehre. Ja. Und dann am Stommelerbusch rechts. Und gut. Dann nach 100 Metern rechts ist dann das Gut Lerchen. Das ist natürlich aber eher Industriegebiet, oder? Nee, ist wunderschön. 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 Ist das der Niederrhein, wie man ihn kennt? Bitte? Wie man ihn kennt, der Niederrhein. Ja, gut, das ist schon plattes Land da. Aber die haben unheimlich viel Erde da bewegt, um da so einen richtig schönen Platz zu bauen. Und ein wunderbares Restaurant. Was will man mehr? Mhm. Was will man mehr? Ja gut, und dann abends habe ich dann Formel 1 geguckt. Und am Sonntag das Gleiche. Auch das über Golf, abends Formel 1. Und du hast bei Formel 1 das Training geguckt schon? Ja, ich gucke alles. Jedes erstes, zweites, drittes, viertes Training. Qualifying, Warm-up. Ja, das ist ja auch interessant. Ich finde das klasse. Ja. Also man kann sagen, tolle Ferien. Ja. Ich konnte nur kurz leider an die deutsche Nordseeküste aufsuchen. Jüst. Wow. Oh. Ein Traum. Ein Traum. Nordseeinsel Jüst. Keine Autos. Eine Ruhe. Eine Luft. Ältere Herrschaften überwiegend, also mein Alter. Ja. Hatte mir auch extra einen grauen Anorak gekauft. Und es war schön, aber ich konnte ja leider nur bis Ostern, weil ich dann schon wieder Theatervorstellung hatte. Schauspielhaus. Wir spielen ja Tag und Nacht. Beide, Ostersonntag und Ostermontag. Fällt dir das nicht schwer, an Feiertagen Theater zu spielen? Nein, überhaupt nicht. Okay, es ist natürlich auch 4 Stunden Text, ist nicht einfach für mich. Wenn es eine einfache Rolle wäre, wo ich ein bisschen rumstehen könnte, mit einem Stuhl in der Hand und einem Körbchen, wäre okay, aber ich trage ja den Abend durch. Bin mal gespannt, was die anderen sagen, wenn sie mich wiedersehen. So. Nein, aber es ist natürlich toll. Es ist natürlich toll. Und es war, im Grunde kann man sagen, jeder hat ganz individuell, aber doch überwiegend hochgeistige Beschäftigung. Helmut hat gegolft, Susanna hat gelernt, ich habe mich der Kunst gewidmet und du auch. Ja, im Zuschauerraum. Absolut. Und Wien. Ja. Ist auch für das Publikum mal interessant zu hören, was wir so in der Freizeit machen, glaube ich, oder? Weil es so völlig anders ist wie das, was sie selber machen. Ja, oder spielen Sie Golf? Oder schauen Sie bereits den Gummitest der Formel 1 am Dienstag früh? Na also, sag ich doch. So, welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute einen Kaiser eben aus Österreich. Hat Kurti irgendwann mal mitgebracht. Ist eine ganz bekannte Kaiser. Kaiser Doppelmalz. Normales Bier? Naja, halt Doppelmalz. Ja. Also. Naja, Doppelmalz eben, wie man so sagt. So ein dunkles. Doppel und Malz, Gott erhalt. Wie zu Karl Aurich. Ich kann auch anders. Jetzt reicht's mir auch mal mit dem Publikum zu Hause. Ja. Tut mir leid, es reicht. Sofa-Zuschauer stört durch wiederholten Griff zur Fernbedienung. Man muss sich nicht alles bieten lassen. So, was kommt jetzt? Kommt jetzt der Liebling des Monats? Ja, jetzt kommt der Liebling des Monats. Ja. Ja, also das gehört ja dazu. Ja, das also gehört ja dazu. Der Liebling des vergangenen Monats war Günther Jauch, meine Damen und Herren, für seine schauspielerische Leistung. Nochmal einer seiner beliebtesten Reaktionen. Wir wird der westliche Kulturkreis genannt. Und hier kommen die neuen Vorschläge. Und das Tolle ist, wir haben, soll ich erst die Kandidaten sagen oder gehen wir erst auf diese tolle neue Homepage? Naja, den einen Kandidaten versteht man ja nicht, wenn man nicht auf der Homepage war. Sehr gut, du denkst mit, das gefällt mir. Wie geht das Geräusch? Nee, warte. Nee. Moment. Ich kann es nicht.
So richtig alles, was du hast, einsaugen. Das ist, weil du zu wenig befeuchtest. Ja. Ich kenne nur dieses Geräusch. Das war, als mal ein Telekom-Mitarbeiter bei mir zu Hause auf die Toilette ging. Meine nagelneue ISDN-Anlage hat nicht funktioniert. Aber natürlich kam gleich das Team der Telekom, glaube ich, 8 Mann. So tut ja meine Klingel zu Hause. Ach, echt? Ja, ja. Ja, früher hatte ich dong, 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 hat mir dann gehört. Tara Schmidt, kann ich mal auf ihre Toilette? Gerne. Hier, Tür zu. Warum nicht? Er kam ja öfter. So, jetzt gehen wir auf diese neue Homepage, die wir entdeckt haben. Ja, wir haben aber nur Zeit für Findolino, weil für die ganze Homepage mit der Unterschrift, also wir müssen ja noch den Liebling des Monats, die anderen Kandidaten vorstellen und auswählen. Ne? Ja, ja. Da heißt ich Findolino, heißt Findolin. Ja, auf der neuen Homepage des Bundeskanzlers. Die stellen wir aber morgen ausführlicher vor. Ja, natürlich. Vor allem diesem Tagesablauf des Bundeskanzlers mit dem Satz 14.30 Uhr, Doris Schröder-Köpf stößt dazu. Genau. Ja. Sie können es ja vorbereiten, schon mal morgen, als kleine Hausaufgabe, der Tagesablauf des Kanzlers. Und Sie werden sehen, er besteht überwiegend aus Autos hinterherwinken und in Autos ein- und aussteigen. Und dann 14.30 Uhr, Doris Schröder-Köpf stößt dazu. Und Findolin ist, das ist eigentlich toll, der IT-Adler der Bundesregierung. Und der hat auf jede Frage eine Antwort. Das ist sensationell. Frag ihn was. Ja. Ich finde es aber schon toll. Es ist mediengerecht. Es ist 2001, 2002. Ja. Es ist Welcome to the World of Success. Der Findolin IT-Adler der Bundesregierung. Was wieso hat er nur drei Finger? Achso, ein Adler hat nur drei Finger. Ja, verstehe. Sag mal bei Adler Finger. Nein, klar. Ich merke schon, du bist nervös. Ich verplaudere mich und du willst das Programm durchpeitschen. Nein, nicht durchpeitschen. Dass du dir auf dem Nachtklo von Wien hierher zurechtgelegt hast. So ungefähr. Herzlich willkommen bei Wetten, dass. Manuel Andrack wettet, dass er 50 Nachtzüge nur am Geräusch. Frag Findolin irgendwas. Ja, was denn? Ich frag mal, ja? Zum Beispiel, ist Doris nett? Komma. Wie? Ach so. Ja, ja, nett, Komma. So persönlich. Ist Doris nett? So persönlich, so wie man es sagt. Ist Doris nett? So persönlich. Okay. Gut, und die Antwort ist, wenn Sie den Namen Doris erwähnen, meinen Sie sicherlich Doris Schröder-Köpf. Sie wurde 63. Ach ja, sie ist mit Gerhard Schröder verheiratet. Wie, das kommt so hingeschmiert am Schluss noch? Das fängt nicht an mit die Gattin unseres Bundeskanzlers? Nein. Ach ja, sie ist mit Gerhard Schröder verheiratet? Ja. Herr Andrack hat ihm jetzt eine Frage gestellt, nämlich, wie lange macht der Gerte noch? Ja, und jetzt gucken wir mal, was er antwortet. Ich habe Ihnen bis jetzt neunmal eine Antwort gegeben. Leider habe ich Ihre letzte Eingabe nicht verstanden. Vielleicht versuchen wir es mit einem anderen Thema. Der zählt von vorhin mit. Der zählt von vorhin mit. Daher die Politikverdrossenheit in unserer Bevölkerung. Selbst der Gummiadler wird schon frech. Ja. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Frag mal, hat Struck auch Geld genommen? Sie scheinen sich mit Geld ja gut auszukennen. Was muss man den Adler eigentlich fragen, damit er sozusagen so in sich zusammensackt? Ja. Wir werden das mal testen. Ja. Wir werden diese Seite genauer vorstellen, die ist toll. Die ist sehr, sehr gut. Wir kommen jetzt zu unserer Entscheidung, wer wird Liebling des Monats. Also, das wäre zum einen, haben Sie ja schon gesehen, Findolin, der tolle IT-Adler der Bundesregierung. Erster Kandidat. Zweiter Kandidat, fast schon vergessen, aber nicht bei uns, die Kölner SPD. Jeder, den Sie hier sehen, hat was gekriegt.
Das ist das Schöne. Dritter Kandidat im Dienste der Volksgesundheit, Susanne Stanke. Das wäre eine echte Sensation, denn sie war ja schon mal vor 2 Jahren Liebling des Jahres, bei uns und würde ein sensationelles Comeback feiern. Oder Mr. Oscar Loser und Mr. Geht jetzt eigentlich auch ziemlich auf die Nerven. Rüssel Krö, ja. Rüssel Krö hat sie wieder aufgeführt beim Oscar, weil er nichts genommen hat, hat patzige Antworten gegeben und ist überhaupt sehr, sehr große Minuspunkte bei uns im Team, oder? Oh ja. Oder gibt es viele Leute, die ihn mögen? Nö. Ich glaube es nicht. Also, jetzt entscheiden Sie, wie immer, per Applaus, wer wird Nachfolger von Günther Jauch, wer wird der Liebling des Monats? Ach, ihn habe ich fast vergessen, Thomas Goppel. Thomas Goppel, weil ich mir sage, sind diese Haare von Mutter Natur? Oben so leicht rötlich und unter den Sträfen schon grau. Ich weiß es nicht. Hat er schon geantwortet? Nein. Er hat doch am Freitag den Befehl gekriegt, sich zu melden. Ja, eigentlich ja. Was erlaube Goppel? Immer noch nicht? Nein. Vielleicht war er im Urlaub. Er kann sich doch im Wahljahr gar nicht leisten, diesen Verdacht ausgesetzt zu sein. Er färbt sich die Haare als CSU-Generalsekretär. Wollen denn die Bayern einen Generalsekretär am Mannsbild, wo sich die Haare färbt? Ist das auch so ohne? Das wird mein zweites Ziel nach Ostern. Lachen wie Thomas Goppel. Ich habe nicht genug Zähne. Sympathisch, offen, ehrlich. Wer wird unser Liebling des Monats? Susanne Stanke, wer ist für Susanne Stanke? Beifall bitte. Rüssel Krö. Findolin. Thomas Goppel. Außer mir steht wieder keiner auf den. Du kannst dich natürlich auch mal gegen das Publikum einfach durchsetzen. Nein, 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 nein. Nie. Oder die Kölner SPD. Das ist schwer zu entscheiden. Da müssen wir eine Kampfabstimmung machen. Ja. Ja? Kölner SPD. Wer ist für Kölner SPD? Und wer ist für Internetadler Findolin? Dann würde ich sagen, das habe ich gehört, Findolin, der clevere und superlustige und zeitgemäß und kids-kompatible IT-Adler der Bundesregierung, unser Liebling des Monats April. Das wird den Kanzler aber freuen. Oder? Ja, mit Sicherheit. Süß. Unsere Wahlumfrage im Publikum. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wahlberechtigt heute 240 Damen und Herren, gültige Stimmen 220, Wahlbeteiligung 91,7%, CDU, CSU 27,3%, SPD 27,3%, Grüne 17,3%, FDP 22,3% und PDS 5,9%. Kein allzu großer Unterschied zum Schnittergebnis des letzten Monats. Nö. Nee. Relativ unspektakulär. Mein Gast heute Abend hat heute Abend Premiere mit dem neuen Spielfilm Tattoo. Er spielt außerdem zurzeit am Burgtheater in Wien zum ersten Mal bei uns. Herzlich willkommen, August Diehl. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, Ihre Karriere, also für das große Publikum, ging eigentlich von 0 auf 100 los mit dem Film 23, oder? Ja, von 0 auf 23, würde ich sagen. Ja, aber ich meine, das war ein großer Erfolg. Es gab für Sie den Bundesfilmpreis für die Rolle.
Ja, es war ein großer Erfolg. Also es war ein großes. Es gab tolle Kritiken. Und jetzt spielen Sie am Burgtheater. Ja. Ja. Und zwar mit zwei Giganten des Theaters als Regisseur, nämlich mit Luc Bondy und mit Peter Zarek. Mhm. Also Sie können es natürlich jetzt hier nicht so offen haben. Favorisieren Sie einen von beiden? Nein, eigentlich nicht. Also sie sind für mich beide wahnsinnig unterschiedlich und man hört so viel, so zum Beispiel von Peter Zarek, er soll so gar nichts sagen auf den Proben. Mhm. Ist das so? Ja, er sitzt unten mit dieser Sonnenbrille und sagt nichts. Also als ich ihn das erste Mal, als ich in Hamburg beim ersten Probentag erschien, hat er mir nur die Hand gegeben und hat gesagt, ach schön, dass du auch da bist. Und man hat so ein bisschen gedacht, aha, ich bin hier jetzt als Hospitant erstmal. Ja. Und dann geht man auf die Bühne und dann war natürlich viel Aufregung, auch mit Ulrich Mühe und Susanne Lothar, mit denen auf der Bühne zu stehen. Und dann waren erstmal 3 Wochen wirklich nichts. Also kein Kommentar, was ich gemacht habe. Aber er schaut immerhin zu. Er schaut immer zu und sagt dann, ja, danke, Probe zu Ende. Und dann kommt am nächsten Tag die nächste Probe. Und irgendwann sagt er dann mal, fang doch mal an zu proben nach 3 Wochen. Was einen verunsichern kann. Ja. Denn es sagt ja nicht irgendwer, sondern immerhin ja. Zarek. Ja. Das sagt er, er nölt das dann so ein bisschen, oder? Ja, so. Wieso? Fangen wir an zu proben. Ja, genau. Ja. So. Mit Brille auf? Ja, oder die Brille so hoch. Ja. Und wie viele Assistenten? Eine, die aber 3 Meter weiter weg sitzen muss, weil er gesagt hat, sonst hau ich dir gleich eine rein, wenn er so Gesten macht. Es könnte aber auch Proben geben, wo sie näher dran sitzen muss, weil er sie treffen will, ohne dass er es ihr vorher sagt oder so. Ja, manchmal oder? Hat er auch so die Hand auf dem Kopf und guckt so zu. Geht die dann irgendwie strahlend raus an diesem Tag von der Pose? Er hatte die Hand auf meinem Kopf. Oder so, Peter. Sagt sie Peter oder Zarek? Peter. Peter. Sagen alle Peter? Mm, ja. Also, ich weiß jetzt nicht. Hat er irgendwas an dir besonders kritisiert oder so? Hat er rumgenörgelt, dass du was nicht kannst oder zu perfekt bist oder zu glatt oder irgendwie so? Ja, am Anfang eben, das war mit diesem Fang doch mal an zu proben. Also, das war überhaupt für mich immer das Schöne, dass bei ihm das Proben eigentlich das Allerwichtigste ist. Und er eigentlich fordert, dass man erstmal auch schlecht ist. Also das hat er zu mir gesagt, du willst immer alles so gut machen, aber wir haben nur noch 3 Wochen Zeit und jetzt trau dich doch mal. Das meinte er mit Proben anfangen. Jetzt fang doch mal an, Fehler zu machen und wenn man ein bisschen... Was denn, Film zeigen? Mach doch mal was Peinliches. Wo wir über Peter sprechen, können wir doch keine Filme zeigen. Nö. Machen wir später. Das würde Peter jetzt nicht möchten, dass wir einen Film zeigen, oder? Das ist sagen wir gleich. Quatsch, da bedienen wir da so einen Fernsehscheiße. Nö, das machen wir jetzt nicht. Wir reden jetzt über Peter, ja? Ja. Ja. Ist Peter auch während der Proben? Essen? Ja, Essen. Ich habe mal gehört, er lässt sich Bratkartoffeln bringen und dann essen 10 Assistenten auch Bratkartoffeln eine ganze Woche lang. Also es war gab vielleicht immer, früher. Also es gab immer so ein Riesenbuffet. Ja. Und das hat immer so die Stimmung aufgelockert. Also kann ich noch ein bisschen... Nur für ihn oder auch für alle? Für alle. Für alle, ja. Alle, ja. 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 Und wie ist es mit Luc Bondy? Ja, ganz anders. Also ich habe den ja erst ein Jahr später dann kennengelernt für die Proben Möwe. Und, auch in Wien zu sehen, ja? Ja, genau. Und das Stück von Zarek ist der Jude von Malta. Beide Stücke in Wien. Ja, also das andere war... Das war Gesäubert, jetzt, wovon ich erzählt habe. Und bei Luc Bondy... Das ist ein Stücktitel, nichts, dass Zuschauer sich empören und sagen, sie haben Juden und Gesäubert erwähnt. Nein, das sind zwei unterschiedliche Stücke. Das eine heißt Gesäubert und das andere heißt der Jude von Malta. Ja. Ja. Ja, viele Zuschauer hören nur halb hin zu spät und dann regen sie wieder auf. Also, das ist... Wie ist es mit Luc Bondy? Also, ganz anders. Er redet mehr, finde ich, und er lässt einen aber... Also der Unterschied ist, das sind einfach wahnsinnig unterschiedliche Menschen. Und Luc Bondy... Sagt der was auf den Proben? Ja, mehr. Also ist auch schon also mehr so... Also ich habe immer den Eindruck, er probt mit einem. Er ist auch jemand, der zum Beispiel auf die Bühne geht und mit einem was ausprobiert. Auch so Schauspieler oder anfasst und so, habe ich mal gesehen. Ja, sehr viel. Ja. Ja, aber er kann unheimlich gut vorspielen und ist, glaube ich, auch stolz drauf. Also das... Er hat eine Fantasie wie ein Schauspieler oft, finde ich. Also geht sehr oft, er geht auf die Bühne und probiert es selber aus, ob der Vorschlag, das, was er vorschlägt, auch klappt oder für den Schauspieler durchzuführen ist. Könnte man sagen, dass man als Schauspieler auf einer Probe bei Bondy weniger Angst hat als bei Zarek? Ja, weniger Angst schon, aber das ist kein qualitativer Unterschied dadurch. Also man ist, also bei Luc Bondy, der bietet einem so ein bisschen die Freundschaft auch an während der Arbeit. Also nimmt einen mehr in Schutz. Wie ist es, wenn Zarek einen nicht mag? Wenn er während der Probe feststellt, dass er einen nicht mag?
Sagt er einem das? Wie lange vor der Premiere sagt er einem das? Sagt er es einem während der Premiere oder kurz bevor man auf die Bühne geht oder so? Ich mag dich nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, er besetzt niemanden, den er nicht mag. Wirklich? Nee, ich glaube, also bei ihm habe ich ganz stark den Eindruck, dass das ganze Stück schon in der Idee der Besetzung drin ist. Und für ihn die Rolle, die er besetzt hat, auch dieser Schauspieler nur kann, glaube ich, in seinen Augen. Und ich glaube, es spielt einfach nicht so eine große Rolle für ihn, ob er den mag oder nicht. Es ist weniger abhängig von Sympathien. Sondern die Qualität als Schauspieler für diese Rolle. Ja, oder ob ihm der Spaß macht, irgendwie. Das zu sehen? Ja. Mit ihm zu arbeiten? Ob der ihn überrascht. Ja. Ich glaube, er hat auch viele Leute um sich, die ihm selbst unsympathisch sind, aber die er immer wieder gerne, denen er gerne zuguckt. Man muss für dieses Stück überhaupt keine Werbung mehr machen, weil es ja eh alles ausverkauft. Sowohl die Möwe, das läuft ja auch gar nicht mehr so oft, glaube ich, oder? Nee, das ist im Moment pausiert. Ja, und der Jude von Malta ist ja wahrscheinlich auch ausverkauft bis... Sehr voll. Weiß ich was. Also. Ja, das ist sehr interessant. Sind wir zu lang geworden? Wir schneiden einfach vorne was raus. Schmeißt den Manuel vorne raus. Würde Peter das machen so, wenn er das Gefühl hat, hinten wird spannender, dass er vorne einfach was rausschmeißt? Also ich glaube, er mag sehr, also es gibt ja oft so lange, langweilige Passagen in seinen Stücken. Ich glaube, die genießt er sehr. Das ist ganz hohe Schule, meine Damen und Herren, wirklich. Das ist, ich kann das nachempfinden. Man würde nicht sagen langweilig, aber einfach so, ja, es ist nicht immer dieses Hans Dampf und da muss was passieren und Action, sondern... Ja, er mag auch, wie der Schauspieler dann kämpft, um das trotzdem unterhaltsam zu machen und es halt nicht gelingt irgendwie. Ja. Toll, sollte man sich Karten für so eine Aufführung kaufen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich meine, die Möwe und so, das sind ja Hymnen. Das ist ja auch wieder die absolute Champions League, die da mitspielt. Mhm. Ja. Hat man da Muffe als junger Schauspieler, wenn so Giganten da plötzlich... Also immer wieder. Ich, am Anfang hör doch mal auf mit diesem blöden Film. Das stört mich wirklich. Also am Anfang, ganz kurz. Am Anfang hatte ich Schiss. So. Ich höre gleich gar nicht mehr auf mit der Sendung, wenn ihr mich dauernd stört. Also die Angst ist am Anfang da. So, und dann auch immer wieder bei den Premieren, wenn wir jetzt in anderen Stücken sind, wie zum Beispiel Paris, da ist dann wieder so ein bisschen, als wenn man zum ersten Mal dieses Stück spielt. Ja. Aber inzwischen ist das Schöne bei der Möwe zum Beispiel, ist, dass es ein richtiges Ensemble ist. Wir sehen uns vorher und es ist ein gemeinsamer Abend so. Jetzt zeigen wir mal einen Ausschnitt aus dem Film Tattoo. Ja, da sage ich nicht, worum es geht, weil da sollen sie ja reingehen. Ins Kino. Das ist, wo es dunkel wird und der Film vorne läuft. Und Theater ist, wo die Menschen wirklich da sind. Vorne. Nicht, dass sie wieder hinterher beschweren und sagen, ich war da, aber da war gar keiner. Und die Möwe kommt erst ganz am Schluss. Kommt ja eigentlich gar nicht, ne? Oder? Die Möwe? Ja. Das Tier oder? Ja, das Tier. Das Tier kommt in der Mitte, aber ist schon tot. Psst. Das ist ja für viele die Spannung raus. Es ist ja doch ein Actionstück, oder? Das sind die Möwe, nein. Nein, nicht direkt, okay, aber man muss ja die Leute irgendwie reinkriegen. So, jetzt Tatutata, der Film ist da. Komm schon, Mann, ich will dir helfen. Kümmere dich um deinen Scheiß. Tattoo! Am Donnerstag überall im Kino. Augustin, vielen Dank. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Weiterhin viel Erfolg. Morgen Abend, aha. Dankeschön, gute Nacht.